Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Gag, Alterle. Wir sind immer noch hier auf diesem wahnsinnig geilen Planeten, Leute, mit den Waben hier. Mit den wabbernden und schwabbelnden Waben. Es wird gerade hell im Moment, Leute. Wir fliegen gleich weiter. Wir haben ja in dem System noch ein bisschen mehr, was wir uns anschauen können. Hier haben wir jetzt auch ein paar Pflanzen gescannt. Tiere habe ich leider keine gesehen. Ich gucke immer noch. Ich bin immer noch so ein bisschen am Schauen. Aber mich zieht es jetzt natürlich raus, die anderen Monde und Planeten anzuschauen, die wir in dem System gefunden haben. Wir werden auf jeden Fall in dieser Woche, also jetzt im Anschluss eigentlich gleich noch ein zweites System anfliegen. Wir suchen uns noch eins raus, ein schönes, wo wir auch noch mal ein bisschen auf Entdecken gehen, ein bisschen scannen, schauen ein bisschen rum. Ich habe gerade tierisch Bock drauf auf jeden Fall, ne? So, dass wir aber auch zum Wochenende hin wieder zurück sein werden, Leute. So, ich würde sagen, da hinten fliegen wir jetzt noch über den Berg. Das sieht aus, als ob da ein Lavastrom runtergeht. Guck mal. Ah, ist das nur eine Lichttäuschung? Nee, es ist halt, ja doch, ist eine strukturelle Täuschung gewesen. Ich habe gedacht, hier läuft so ein Lavafluss runter oder so irgendwas, ne? Fliegen wir mal ganz kurz noch hoch, holen wir uns nochmal die letzten Eindrücke zurück, die wir in der letzten Folge gewonnen haben. Und dann ziehen wir weiter. Und auf dem Rückweg, bevor man tatsächlich heimgehen, springen wir ebenfalls nochmal zwei Systeme kurz an. Ich will mir noch zwei Erweiterungen holen für den Frachtbereich unseres Exo-Anzugs. So, und was mir eingefallen ist gestern, als ich die Folge verlassen habe, Leute, ich musste ja tatsächlich raus, guckt ihr das mal an. Dann habe ich mich mal besonnen. Weil die ganze Zeit bin ich unterbewusst ja auf so einem Gag-Alderle-Prime-Planeten so fixiert. So, komm, wir heben schon mal ab. Und ganz ehrlich, ich mag ja so postapokalyptische Biome schon, ne? Erinnert euch mal an Aberration, Ark Aberration, wer zugeschaut hat. Das war so postapokalyptisch, das finde ich saugut. Bei 7 Days to Die habe ich ja auch mal reingeguckt, da gab es auch so ein postapokalyptisches Biom. Ich glaube, Leute, wir werden wahrscheinlich unsere erste große Baumaßnahme auf einem verwitterten Planeten starten. Denn ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen und recherchiert, ich kann ja mich gegen Gift immun machen, ne? Es gibt ja so drei Ausbaustufen, dass man sogar gegen Giftregen immun ist. Also wenn ich einen Giftplanet finde, oh, ist das schön gerade. Wenn ich einen Giftplanet finde, wo ich sage, komm Leute, so geile Pilze, riesencooles Ding, dann mache ich mich immun und dann baue mal auf so einem Planeten, ne? Wir können uns ja dann als Sommerresidenz immer noch so einen kleinen erdähnlichen suchen. Warum sollte ich mich den Witter... Guck mal. Warum sollte ich mich gegen die Witterung sträuben, wenn es mir ja eigentlich gefällt und man kann sich immun machen, ne? Das gibt bestimmt coole Bilder dann. Warte mal ab. So, warte mal, ich will das... Alter, mach mal langsam. Mach mal langsam, zieh's dir mal rein. Das ist doch jetzt aber auch schon alles, ne? Hinter uns liegt jetzt praktisch die Geschichte. Und der da... Ich muss nochmal durchscannen. Ich habe jetzt aber die anderen Sachen schon mal hochgeladen auch, ne? Nicht, weil ich sie für mich haben will, sondern einfach auch, weil wir ja tatsächlich diese Nanithaufen bekommen und so. Diogenie GJ. Purpurplanet. Ich meine, wir hatten schon mal einen Purpurplanet, Leute, aber den gucken wir uns natürlich an. Dann haben wir hinten dran auf jeden Fall den Kollege, den scanne ich jetzt ebenfalls nochmal mit seinem Mond. Die werden wir alle drei heute durchziehen. Heißer Planet, gehen wir auf jeden Fall runter, gucken uns an. Falls wir irgendwann auf einem Giftplaneten landen. Leute, weißt du was? Wir fangen mit dem Mond an da hinten. Ich scanne den nochmal eben. Und? Ich habe nämlich im Visier eigentlich drin. Mündle. Wir gehen auf den Mond. Ein verlassener Mond war doch das, Leute, oder? Komm, zieh mal durch. Weiß ich gar nicht, wo war ich jetzt stehen geblieben. Falls wir jetzt auf unserer Reise einen Giftplaneten finden, müssen wir auf jeden Fall kurz landen, Leute, und ein bisschen Zeug einsammeln. Wir brauchen nämlich für unseren Farmer das Pilzgeflecht. Das muss ich aufbauen. Also lasst, geht mal davon aus. Ah, jetzt könnte ich ihn nochmal scannen probieren. Geht mal davon aus, Leute, dass mir wahrscheinlich. Jetzt haben wir ja schon viele Elemente schon durchprobiert. Lange nicht alle, aber viele. Und ich glaube, es wird sich jetzt schon lohnen und Spaß machen, wenn wir uns irgendeinen Planet schnappen und schon mal, sage ich, wir können ja erstmal einen Garten aufbauen. Wir können ja erstmal einen Garten aufbauen, weißt du? Ich weiß, dass manche auch sagen, oh, bau doch bei Gag-Alderle Prime weiter und so. Ist wirklich nur ein Übungsplanet gewesen, Leute, dass ich das Handling kennenlerne von den Elementen. Ich will dann auch eine schöne Fläche suchen auf dem Planet. Und wir bauen auf jeden Fall mit Sicherheit das Voucher mal auf einem schönen Planeten. Aber so ein Garten, ne? So ein Garten mit 500 Beeten oder so, Leute, ein paar Maisfelder. Schauen wir mal, ja? Also schon mal als vorbereitende Maßnahme, dass es eventuell in meinem System, in meiner kleinen Welt von No Man's Sky auch eben einen Giftplanet gibt, den ich bewohnen werde. Vielleicht findet man aber noch was Geileres. Ihr habt ja gesehen gestern, ich lande da, mich hat's weggehauen, ne? Mit diesen, ich dachte erst, es wäre ein Strukturfehler vielleicht. Nee, der war so designt, der Planet. Finde ich saugut. So, mach mal ganz kurz langsam. Impulsantrieb ist offline. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir nämlich jetzt tatsächlich kurz ein bisschen farmen. Alles klar. Uran können wir nachkaufen.
Ich habe den Impulsantrieb hab ich jetzt geschrottet hier. Nicht geschrottet, das nicht, aber guck mal, wir müssen kurz ein bisschen Zeugs farmen. Ich habe aber Gott sei Dank vorm Abflug das Ding leer gemacht, ne? Unser Raumschiff, wir haben tatsächlich Platz, Leute. So, was sind das für große Brocken da hinten? Sind die gut? Sind das die, die ich brauche? Gold können wir dann verkaufen. Wir brauchen Tritium. Tritium. Was kriegen wir eigentlich gerade? Da ist doch Tritium, super. Super, ich bin zufrieden. Was weiß ich, so 400 Stück wäre eine coole Geschichte. Machen wir jetzt auch mal wieder zusammen. Wobei ich das, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch alleine schon lange mehr gemacht habe. Das war wieder Silber und Gold. Weil ich gehe gar nicht so viel mit dem Raumschiff weg, habe ich gemerkt, ne? Die meiste Zeit portet man sich ja irgendwie mit einem Teleporter in der Gegend rum. Es sei denn, man geht wirklich dann auf eine große Reise. Da hätte ich auch was kaufen können eigentlich, ne? Beim nächsten Mal, Leute, lade ich uns auf jeden Fall mit Treibstoff voll, dass wir keine Ausfallzeiten haben, wenn wir eh schon so kurz bemessen sind, ne? So, pass auf, jetzt kann ich ihn auf jeden Fall aufladen. 145 pro Ladung. Boah, ist eigentlich in Ordnung, lass mich mal kurz gucken. Impulsantrieb Hyper, hauen wir auch nochmal eine rein. Alles klärle, weiter kann's gehen. Moment mal. Askeltau? Lieber Askeltau, erklär mir mal kurz, wo jetzt die anderen Kollegen sind. Sind die hinter dir verschwunden? Da unten ist dein Mündle. Da will ich jetzt nochmal lesen. Guck mal, jetzt kann ich ihn scannen. Mond von Askeltau. Verlassener Mond. Hier hätten wir auf jeden Fall Kobalt. Und den Kobalt wiederum hätte ich vorhin gebraucht, ne? Oder gestern in der Folge. Komm, Askeltau, sein Mond. Da gehen wir jetzt direkt hin. Ein verlassener Mond kann auch was Schönes sein. Aber verlassen heißt halt auch leider leblos. Und Tiere wäre ich, dann hätte ich schon gerne. Ich kann mir auch vorstellen, so ein Pilzbiom mit einer geilen Farbe, mit so Gifttieren, so verschnörkelten, mutierten. Verstehst du? Und zwischendrin dann unser fettes, gruseliges Gebäude und außenrum unsere Felder oder sowas, ne? Ich habe so tierisch Bock, Leute, auf Bauen und auf Entdecken. Und auf Bauen und dann wieder auf Entdecken. So, Askeltau, ich fliege nämlich vorbei, wenn ich jetzt nicht langsam mache. Wow! Bin ich jetzt erschrocken gerade? Ich dachte, ich erschrecke hier immer noch. Ich weiß, da kann ja nichts passieren, wenn ich hier durchsaus, ne? Xuntayung Sigma. Mond von Askeltau. Cadmium. Reines Ferrit. Kobalt. Ich bin echt am Überlegen, Leute, ob ich mir den Planeten, den wir gestern entdeckt haben, den wir heute verlassen haben, ob ich mir den nicht irgendwie mäke. Aber da kommen bestimmt ja noch viel coolere, ich wette. Wir fliegen genau auf irgendwas zu. So einen haben wir schon mal gesehen, Leute. Der ist wirklich sehr leblos hier, ne? Und das wird die Kobaltablagerung sein, die ich da gerade sehe. Ja. Sowas kennen wir hier leider. Die sind ein bisschen trostlos, gell? Aber nichtsdestotrotz, ich gehe auf jeden Fall kurz raus und guck mal. Boah, das ist ja wirklich wie ein Mond. Aber guck mal, Sauerstoffblüble hier ums Eck, ne? Komm, wir landen mal eben. Wow, was eine fette Ansicht! Askeltau, ich sag's dir, guck dir das mal an. Pass mal auf. Hier. Boah, Leute, da muss ich den Foto rausholen. Sorry, an der Stelle muss ich echt das Fotoding rausholen. Das ist ja mal mega. Nee, noch cooler. Ich muss den Alderle erstmal rausholen. Diggerle, da musst du mit aufs Foto. Renn mal darüber, dann rennen wir hier so rum. So, und jetzt hole ich den Foto. Ah, da brauche ich ein Bild. Da brauche ich ein Bildle. Askeltau im Morgenlicht. Ah, wir haben mich in der Alterlichen geschickt. Oh, ist der klein dagegen. Guck mal, Leute. Das krieg ich gar nicht so richtig hin, wie ich es will. Ich mach mal hier die Lichtquelle. Alterle, du bist voll verlassen auf deinem Mond gerade, gell? Guck mal das Größenverhältnis an. Okay, das war so nicht geplant. Aber schön, dass wir es mal gemacht haben. Ich kann vielleicht das Raumschiff reinnehmen. Ist gerade eine schöne Ansicht halt. Hat mir tierisch gefallen, Leute. So, lieber Alterle. Hier müssen wir eigentlich fast froh sein. Also hier beschleicht mich jetzt das Gefühl, ich bin froh, dass ich nicht hier wohne, ne? Ist tatsächlich so ein bisschen trostlos. Wir gehen zurück in die Ego-Perspektive, wo wir herkommen. Hier können wir zumindest das Ding da hinten geschwind scannen, Leute. Gibt ja auch ein bisschen was, ne? So, ich hau auch mal hier so eine Scannung raus. Die Steine könnte man jetzt auskennen, aber die bringen halt leider nur 200. Und die habe ich schon mal entdeckt. Wie kann das sein? Wahrscheinlich sind es dieselben gewesen, die wir schon mal irgendwo anders gesehen haben, oder? 43,1 Grad. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass dieser heiße Planet so heiß ist, Leute, dass sogar der Mond was davon abkriegt. Was haben wir denn hier? Summendes Ei. Kannst du behalten. Das kannst du behalten. Die kenne ich aber. Das habt auch ihr mir gesagt, ne, dass ich die kennen kann, Leute. Nee, also trostlos brauchen wir es jetzt nicht unbedingt lassen. Ich würde sagen, wir gehen rüber auf den heißen.
Wir gehen auf den heißen. Ich bin heiß, erzähl mir keinen Scheiß, wir gehen auf den heißen Mond. Denn da sind wir zu Hause, also zieh das Leben runter, guck mal. Gerade sehe ich es erst. Wahnsinn. Wegen den Tox-Werten jetzt, oder was? So, Alterle, das wird ein Spaß jetzt hier drauf. Schön. Also ein Planet mit Mond wäre schon eine coole Geschichte, oder? Wow. Wie er auf einmal Struktur bekommt. Mr. Hottie. Mr. Hottie. Ich würde sagen, den haben wir doch jetzt schon gesehen hier, ne? Ne, Leute, warte mal. Jetzt bin ich gerade total durcheinander. Ich muss mal kurz scannen, man. Wir haben jetzt den Mond gesehen von Askeltau. Askeltau fehlt uns noch. Den schauen wir jetzt natürlich an. Ich bin noch nicht weit genug raus, gell? Diogeni, Purpurplanet. Den habe ich entdeckt. Majesk war der tatsächlich den Purpurplanet. Müssen wir noch anschauen. Jetzt fangen wir praktisch beim Askeltau an. Der heiße Planet. Ja, komm, zisch runter, Diggerle. Auf den Purpurplanet bin ich gespannt, Leute. Ich meine, wir hatten schon mal einen gesehen. Möglicherweise sind die aber auch unterschiedlich, ne? Weil das Biom sagt ja eigentlich aus, durch was man durchläuft, glaube ich, ne? Aber verbessert mich gerne. Ich mache da so meine eigenen Dinger immer. Ihr kennt mich ja. Was ich so weiß, was ich so gehört habe und gesehen habe. Und das mische ich dann zusammen zu einem gefährlichen Halbwissen. Aha. Okay, aber der ist schon mal zumindest nicht langweilig. Aber die heißen Planeten, die sind immer so ein ganz kleines bisschen gruselig für mich. Guck dir das mal an hier, ne? Da lande ich jetzt mal direkt. Mich interessiert der Purpurplanet am meisten, Leute. Den will ich echt sehen. 75 Grad. Ist doch genau das Richtige für einen Gag, oder? Mein Freund Gecki. Reichliche Flora, viel Fauna. Askeltau. Willkommen im System. Guck mal, du kannst sogar scannen, wenn das Ding noch läuft hier. Okay, da muss ich jetzt halt aufpassen. Aber gegen Hitze kannst du dich ja auch abschirmen. Oh, ich habe ein Tier gesehen. So, Leute, wichtig ist, dass wir ein paar Sachen scannen wegen der Kohle, gell? Haben wir ja gesagt gehabt, dass wir das machen wollen. So. Oh, die hat eine coole Struktur. Gibt es die hier unten auch? Guck mal. Die hat so Löcher an den Blättern. Die sieht saugut aus. Trotz der Witterung hier, trotz der Hitze sind sie praktisch dabei. Weißt du, die lassen sich nicht unterkriegen hier. Hier ist noch was, das können wir auskennen, guck mal. So kriegst du mal, ah, ich bin verrutscht. So kriegt man mal ruckzuck 100.000 Dinger zusammen, ne? Ich glaube, da muss ich näher hin. Sag mal, ist da eine Höhle? Irgendwie reizt es ja, da vorne läuft irgendwas. Könnte ein Salamander sein. Ich muss hin, ich muss das angucken. Salamander Dreams. Oh, was haben wir denn hier? Der ist gut. Leute, der ist gut. Da liegt ein Donut. Da liegt ein Donut, Leute. Da. Ah, nee. Das sah aus wie ein Donut, oder? Im ersten Moment. Imbergarit. Ich nenne das jetzt... Was soll denn das sein? Ist das ein Mineral? Oh, Leute, das sind ganz viele unterschiedliche. Guck mal. Oh, geile Geschichte. Das sind ja witzige Teile zwischendrin, oder? Ich muss jetzt das umbenennen, das ist doch klar. Ich meine, der Imbergarit hier, das wird jetzt der Donuterz. Aber Donuterz hört sich auch ein bisschen an. Donutstein, Donuterz. Aber weißt du was, es sind so Millionen Sachen, da kann man auch mal einen blöden Namen nehmen, oder? Aber Donut, das ist doch ein Donut für mich. Der Donutstein. Der Stein des Donuts nenne ich den jetzt. Stein des Donuts. Hört sich so ein bisschen mystischer an sogar, Leute. Pass auf, Entdeckungen... Wir sind auf... So, jetzt ich lade es auch gleich hoch hier, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Die auch natürlich. Gibt Nanithäuflen. Die auch. Wo ist denn jetzt der Donut? Das Donut-Gerät, Leute. Ich muss da, glaube ich, hier drauf. Auf Askeltau. Ach, Erze kann ich nicht benennen. Leute, Erze kann ich nicht benennen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Den hätte ich jetzt nämlich umbenannt. Schade. Aber ist okay. Was heißt das? Muss ja nicht schade sagen, wenn man hier 4 Millionen Sachen umbenennen kann, ne? Ich muss die Viecherlein angucken. Guck mal. Guck mal. Was willst du fressen? Warte mal, Zwiebel. Warte mal eben. Sind die hässlich? Stopp, warte, ich bin noch nicht fertig. Bleib doch mal hier. Leute, sind die hässlich. Die Augen haben mich jetzt total. Hier ist wieder so ein Ingebert. Ja, die sind, guck mal, hier auch die hüpfenden Pilze an, Leute. Geile Geschichte. Wartet doch mal, ich will euch doch näher kennenlernen. Moment mal. Was fressen die? Sieht jemand was? Hier, Kohlenstoff.
Ach, wir haben nicht genug. Oh, der ist aber auch nicht wirklich hübsch. Der ist auch nicht wirklich hübsch. Der ist auch nicht wirklich hübsch, Leute. 76 Kilo zum Teil. Voll entwickelt nennt man das. Mich haut's um. Und die kleinen Pilzis? Moment. Guck mal, wie er abstummt. Das gefällt mir. Ferrit bräuchte ich. Kurzer Moment, hole ich mir. Halt! Halt! Sowas liebe ich ja, ne? Wenn wir dann schon auf Entdeckung sind, Leute. Ja, grüß Gott, Kollege. Wieso wird es jetzt hier gerade so ungemütlich? Jetzt, wo ich neue Freunde gefunden habe. Hübsche. Sowas habe ich mir vorgestellt. Das auf einem Giftplaneten. Dann solche Knorzels zwischendrin. Hab ich echt nichts, wo ich dich füttern kann? Willst auch Ferritstaub auf einmal? Auf einmal wollt ihr alle Ferritstaub. Bist du jetzt abkauen, weil ich dir nichts gegeben habe, gell? Ist mir schon klar. Warte mal eben. Warte mal. Kollege, ich habe noch was geholt. Hä? War das kein Ferritstaub, Leute? Doch, aber wahrscheinlich nicht genug, gell? Hammergeschichte. Oh, da hat's wieder neue. Leute. Okay, die verwirren mich jetzt auf einem heißen Planeten. Mr. T-Pinguine. Haut's mich um, Leute. Hier ist ja mal schön mit Tieren zu entdecken, oder? Mr. T-Pinguine, Leute. Guckt's euch mal an. Und die sind auch nicht die schnellsten. Es könnten aber auch Biber sein. Halt. Warte mal eben. Ich fütter dich. Ja, du erinnerst mich an die Gattung Schniebeltiere, mein Freund. Leute. Guck mal, was hier für unendlich viele Sorten Tiere hat. Naja, unendlich ist übertrieben. Du machst mir Angst. Nur, dass ich es schon mal erwähnt habe. Hammer, oder? Hammer, Leute. Es gefällt mir gerade tierisch. Echt, das finde ich gut. Schade, dass es hier 77 Grad hat. Es ist der absolute Wahnsinn. Burnt mich voll weg hier. Diese Zwiebeln, die sind der Hammer hier. Warte mal, warte mal. Wenn ich noch was habe, gebe ich es dir. Ja, ist ja kein Problem. Wir sind doch einig, Digga, oder? Hässliche, kleine, süße Fratzen. Bin ich erschrocken. Also die mag ich nicht so. Die mag ich nicht so. Die Blumen. Wer bist denn du? Leute, der sieht voll aus wie ein Real Mob. 229.000 Kohle hat es gebracht. Guck mal das an hier, das Ding. Hier ist echt extrem. Nee, ich würde nicht die Herzfrequenz, sondern ich würde gerne mein Schild aufladen. Guck mal eben. Danke. Leute, aber super Geschichte, dass wir hier... Oh, 3,7 hat es gerade. 77,7 Grad. Mein Jahrgang. Es ist ein Hammerplanet. Es ist echt ein Hammerplanet. Und hier kannst du wahrscheinlich 1000 Millionen Sachen noch scannen. Guck mal ein bisschen rum. Okay, die wichtigsten haben wir. Sehr interessant. Muss ich mir kurz bei einer runterschlucken hier. Ich habe mich schon wieder verschluckt fast. Guck dir das an, Leute. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich will noch ein bisschen was sehen. Das war wohl nur eine Wolke gerade. Oder ist gerade der Mond vorbeigekommen? Mondfinsternismäßig. Moment. War das der Ingeborg-Pilz? Ey, Hammer, oder? So viele verschiedene Tiersorten auf einen Haufen. Vor allem, das gibt halt auch Geld für uns. Guck mal, wir sind schon bei 3 Millionen, Leute. Und die brauchen wir ja. Weil irgendwann möchte ich schon auch mal ein schönes, schnelles Schiff mir besorgen. Ist doch klar. Ich lese ja auch so ein bisschen Kohlenstoff, den nehme ich mit. Den brauchen wir bestimmt bald. Sag mal, hat's hier keine Drohnen? Oh, übrigens, jetzt bin ich ganz nah an der Pflanze. Doch, da kommt sie gerade. Ach, ich lass mir nichts anmerken. Hallo, ich bin nur zu Besuch. Warum lass du deine Sache nicht in Ruhe? Es wird kühler, Leute. 0,6 Grad ist kühler geworden bereits. Gucken wir mal, ob wir die Tiere alle haben. Das wäre voll wichtig. Da oben ist noch eins, das ich noch nicht habe. Hier. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Das ist ja auf dem Gipfel. Erschreck mich nicht so. Geräusch. Da gehen wir jetzt hoch, Leute. Das will ich jetzt schon sehen. Und da will ich auch reingucken. Das ist ein klarer Fall. Was ich nicht verstehe ist... Na, die gibt's überall hier, die Sauerstoff-Tötungsmonster-Fallen. Kann ich die nicht oder habe ich die jetzt schon? Hier müssen wir gucken, Leute. Hier wird es nämlich wahrscheinlich so sein, dass die Atmosphäre noch giftiger ist als draußen, oder? Gefährliche Flora, ist klar. Was haben wir hier oben? Guck mal, ganze Ding ist voll davon. Und das könnten Kobalt-Dinger sein, ne? Kobalt.
Leute, woher ich das wohl weiß? Weil ich schon 10-mal draufgestanden bin, als ich Kobalt suchte. So. Ja, das ist echt cool. Es ist wirklich cool. Boah, die haben eine rote Aura. Die sind schon krass, oder? Aber es ist Natrium drin. Guck mal, da oben ist wieder so ein Planet, ne? Praktisch hinter den Wolken gerade verborgen, ne? Aber das Tier wollten wir doch sehen, Leute. So, Moment. Moment, da hinten läuft's. Da hinten läuft noch eine... Kurz habe ich gedacht, wir haben einen Sandwurm entdeckt, einen großen. Aber er ist offensichtlich kein großer Sandwurm. Wie sieht das aus bei dem? Verhalten vorausschauend. Nip-Nip-Knospen. Er mag Nip-Nip-Knospen, meine Lieben. Erwachsen und exotisch. Exotisch ist er tatsächlich. Exotisch sind die aber alle. Jetzt bin ich mal gespannt. Da müsst ihr aber jetzt jeden Moment abhauen, wenn ich hier ums Eck komme, oder? Hallo, mein Freund. Willst du an meine Nip-Nip-Knospen? Könnte ein Gag-Tier sein. Das Gag-Mount steht auf Nip-Nip-Knospen. Leute, ist der krass, oder? Es sieht so aus wie ein Sandwurm, aber er hat halt leider nicht die Größe von einem Sandwurm. Dafür hat es nicht gereicht. Mr. Nip-Nip. Pass mal auf, was ich jetzt auch mal probieren will. Wenn ich jetzt den Fotomodus reinmache, jetzt im Moment. Ah, dann kann ich mir die Tiere, weißt du, dann können wir die auch mal ganz krass angucken. Oh, der arme Kerl mit seinen Augen, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Also er kann natürlich nichts dafür, aber das hätte ich hätte ihn halt mit Augen designt. Vielleicht hat er sie gerade zu. Schade drum. Schön. Das haben sie super gemacht hier mit dem Fotomodus, gefällt mir. So, meine Lieben. Herrliche Geschichten spielen sich hier ab. Schön, als haben wir einmal einen Planeten entdeckt mit, wo wirklich außergewöhnliche Struktur gehabt hat, nämlich in der letzten Folge. Oh shit, Natrium. Ja, das sollte ich vielleicht ein bisschen einsammeln. Ich habe doch hier ganz viel gesehen. Hier. Komm, bevor da jetzt irgendwie ein Feuersturm kommt, der dich wegburnt. Wir sammeln noch ein bisschen Natrium ein, Leute, dass wir unser Schild schön aufrechterhalten. Wir haben in dem System noch nicht alles gesehen. Also ich möchte wirklich das nächste, den nächsten Planet noch anschauen. Der... Ist das der Purpurplanet, auf dem wir jetzt gerade sind? Jetzt blicke ich es auch nicht mehr. Jetzt blicke ich es auch nicht mehr. Boah, ist das Natrium plötzlich weit weg. Sag mal, irgendwelche Viecher hatten doch hier auch Natrium. Oh, guck mal, die müssten wir eigentlich alle entdecken, auch wenn sie nur 200 bringen. Aber es wird jetzt, glaube ich, Zeit, dass ich mich wirklich mal ums Ding kümmere, ne? So, und Technologien vergraben oder sowas sieht man ja hier auch nicht. Was hatte denn hier gerade Natrium? Ich glaube, die Teile in der Höhle war das, gell? Egal, wir laufen jetzt mal da hoch, Leute. Da habe ich ja Natrium gesehen. Das müsste reichen, um das Schild mal wieder auf Vordermann zu bringen. Schöne Geschichte. Oh, da haben wir jetzt aber echt so zwei Entdeckungen gemacht. Die Tiere hier und die Struktur vom anderen Planeten. Tolle Geschichte. Oh, jetzt hast du mal wieder den Hüpfer geschafft, Alter. Ich bin stolz auf dich, ich bin stolz auf dich. Hallo Drohne, wir holen uns nur Natrium. Sterbe ich nicht, weißt du? Liebe kleine Drohne. Guck mal, zwischendrin... Zwischendrin geht es ihm ganz dreckig hier an manchen Stellen. So, jetzt kannst du dich aufladen. Perfekt. Dann würde ich sagen, Richtung Schiff geht's hier. Haben wir das Gras schon? Das kann man nicht. Deine Donutsteine, die konntest du nicht benennen, leider. Der Stein des Donuts. Den haben wir auch schon, ne? Hier steht noch was. Ist das hier für den Dings, Leute? Ne, ist ein Natrium. Die darf man echt nicht vergessen zu scannen. Die bringen ja auch richtig was, ne? Okay, einen heißen Planet haben wir angeschaut. Einen haben wir noch in dem System, Leute. Und lasst uns morgen wirklich einfach noch ein zweites anschauen. Dann ist Donnerstag. Und dann ziehen wir am Wochenende wieder zurück. Der gehört zur gleichen Gattung, aber die sehen alle so ein bisschen unterschiedlich aus. Guck mal, wie sie dann gleich abhauen. Wie sie dann gleich abhauen. Oh, du hast sogar Tigerfell. Guck dir mal das an. Guck dir mal das an, Leute. Der ist doch gut. Okay, wir sind wieder im Paradies der Tiere angekommen. Da könnte ich mich jetzt köstlich amüsieren über das hier. Aber am coolsten war der Sandwurm, der keiner war, ne? Leute. Ja, ja, oh. Guck mal, Solanium hat das Teil hier. Die sind auch krass, ne? Die sind auch krass hier. Sonst noch irgendwo ein Roter zwischendrin, den wir vergessen haben, mal in die Luft geguckt. Krasse Geschichte, Leute.
Hammergeschichten. Also, dann würde ich sagen, ich bleibe jetzt hier stehen. Wir machen jetzt heute einfach mal eine kürzere Folge. Wir müssen es ja nicht voll ausreizen. Ihr wisst ja, ich presse ungern irgendwelche Sachen rein. Und dann sehen wir uns wieder. Den Ball habe ich noch nicht. Dann sehen wir uns wieder morgen um 18 Uhr. Dann machen wir hier das System fertig. Ein Planet haben wir noch, wo wir landen wollen. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein System anspringen und dann geht's wieder nach Hause, Leute. Und das machen wir jetzt mindestens alle 2 Wochen immer, würde ich sagen. Das macht nämlich saumäßig viel Laune. So, ich laufe zum Schiff schon mal vor, dann hole ich euch da morgen mit rein und dann geht's ab. So. Schön. Hat schon was, oder? Verschiedene Welten. Man darf es natürlich nicht übertreiben, indem man sie durchbollert. Also ich zumindest. Für mich ist das nichts. Aber so alle 10 Folgen, dann mal so 2 Folgen nur rumfliegen und rumgucken, das ist schon schön. Ich freue mich jedenfalls auf morgen 18 Uhr zu unserer täglichen Folge, meine Lieben. Bis dann.